lasst mich raten. Keiner von euch weiß, warum die Rechner aus der Computer AG versuchen, russische Atomkraftwerke abzuschalten. Mann. Na bitte. Okay. Ihr habt von sowas keine Ahnung. Dann kommt unser heutiges Nachsitzthema genau richtig. Wir behandeln die glorreiche Geschichte des Internets. Hoffentlich, bevor das Schul-WLAN wieder zusammenbricht. Gucken wir TikTok? Nein, dafür gibt es den regulären Unterricht. Also, zum Wachwerden gleich mal ein Schocker für euch Smombies. Früher gab es eine Welt ohne Internet. Aber dann, der 29. Oktober 1969, Leonard Kleinrock verband zwei Computer nicht per Kabel, sondern mit WLAN. Langweilig. Ha! Falsch! WLAN war damals Science-Fiction, sowie eine ernstzunehmende Bildungspolitik heute. Kleinrock sendete seine Informationen über ARPANET, eins der ersten Netzwerke. Darüber wurde 1971 auch die allererste E-Mail verschickt. Sie landete im Spamfilter. War ein Witz, müsst ihr nicht mitschreiben. Ihr schreibt gar nicht mit, ne? Okay, das Netz wuchs. Aber man brauchte zu Hause ein teures Modem oder diesen Bausatz hier vom Chaos Computer Club. Das hat man an den Telefonhörer dran gefriemelt, wisst ihr? Fragt eure Großeltern, was ein Telefonhörer war. Zum Glück wurde sowohl die Hardware besser als auch die Software. Und das verdanken wir Tim Berners-Lee. Diese Legende entwickelte das World Wide Web, in dem ihr heute ChatGPT eure Hausaufgaben machen lasst. Yeah, sauber, alter Ehrenmann. Ja. Lee erfand die Websprache HTML, Browser, URLs und das Verlinken. Ab 1990 können auch Privatpersonen das World Wide Web nutzen, mit einem Browser. 1995 macht der Internet Explorer alle anderen Browser platt, weil Bill Gates seinen Explorer auf jedem Windows-Computer zwangsinstallieren lässt. Bill Gates? Der Typ, der uns während Corona Computerchips eingepflanzt hat? Fuck! Ganz ruhig. Euch bringen keine Computerchips um, sondern der Klimawandel. Die Suchmaschine Google geht im Jahr 1998 online. 2001 die Online-Enzyklopädie Wikipedia. Mitte der 2000er Jahre ist das Internet so beliebt, da verdient sich in der Werbung jeder schmierige Semi-Promi eine goldene Nase. Ach, Internet-Auktion, da gebe ich mein Gebot für die Original-Ronaldo-Zahnspange extra in letzter Sekunde ab und dann schnappt mir das irgend so ein Sackgesicht vor der Nase weg. Da fallen mir immer die Worte eines kleinen Klugscheißers ein. Papa. Lass es. Du bist zu langsam für diese Welt. Muss man sich mal vorstellen, den Typen hielten wir damals für lustig. 2005 startete YouTube. Bis heute eine der erfolgreichsten Webseiten. Weltweit gucken da 2,5 Milliarden Nutzer täglich 1 Milliarde Stunden Video. Das ist unglaublich, oder? Nicht für euch, vermutlich. Egal. Bereits 2004 beginnt eine neue Zeitrechnung für Boomerinnen wie mich. Mark Zuckerberg entwickelt mit Freunden thefacebook.com. Es bricht das Social-Media-Zeitalter an. Und das verdanken wir auch dem mobilen Internet. Dank des ersten iPhones wurde es endlich möglich, auf der Toilette Klopapier zu bestellen. Wenn es dringend ist, dann mit Amazon Prime. Steinzeit. 2011 dachte man kurz, dass soziale Medien mega nützlich sein könnten. Arabischer Frühling. Autoritäre Präsidenten in Tunesien, Ägypten, Libyen und im Jemen werden gestürzt, auch dank Facebook und Twitter. Leider endet das meist in neuen Diktaturen oder ja, Bürgerkriegen. Dafür, dass es ums Internet geht, verbreiten sie ziemlich schlechte Laune. Das Netz hat auch mega nice Sachen. Gucken Sie mal TikTok, Politiker, die weirden Shit machen. Oh Gott, ihr Insta-Opfer. Was ist denn mit Edward Snowden? Whistleblower 2013, globale Überwachung durch den Ami-Geheimdienst NSA, der Wahlsieg von Donald Trump, make fake news great again, oder Elon Musk, kaum kauft er Twitter und schreit Meinungsfreiheit, schon steigt die Nutzung des N-Wortes um 500% innerhalb 12 Stunden. Und jetzt künstliche Intelligenz, jeder, der das mitentwickelt hat, warnt davor, dass uns das irgendwann alle auslöschen kann. Eigentlich will ich nur zurück in die Zeit,
als wir uns in WhatsApp-Gruppen lustige Katzengifs geschickt haben. Da habe ich was für euch vorbereitet. So, hier, die haben eine Party. So, die hat ihre Freunde da, die hat einen Hut an, da ist ein Kuh. Oh, Schlapper, Schlapper, du bist so durstig. Heißt das, wir können gehen? Betsy, Betsy, du fährst Wasserski. Swush, swush. Das würde ich ja gerne mal mit Tim machen. Das ist das bestimmt in Nizza. Tim, oh Tim, danke für alles. Willst du mit mir Wasserski fahren? Hm? Hallo, du kannst mir auch alles am Computer erklären. Und so weiter. Mein Gott, das Internet. Oh. Da nicht alles gibt. Verschwörungstheorien, Make-up-Tutorials, Videos, wo die junge Angela Merkel Geschenkpapier bügelt oder die Wildecker Herzbuben I Want to Break Free von Queen im Fernsehgarten singen. Oder ihr schaut euch einfach diese Videos hier an.